und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es tut mir unglaublich leid, dass ich im Moment nicht kann so... Kann ich von deinem Handy was gucken mit einem Tier, der singt, mit Händen, die so machen? Irgendein Tier, was singt. Weißt du denn, was für es singt? Was für ein Lied? Nein. Nee. Das. Da hast auf wie viel ein Tier und. Welches Tier denn? Weiß ich nicht mehr. Weißt du auch nicht. Das habe ich mal mit Sammy geguckt, wo wir gelacht haben an einem Tag. Ja, aber dann weiß ich nicht, welches Video das ist. Aber von deinem Handy. Bitte. Wir können gleich mal gucken, ob wir es finden. Jetzt nicht. Ja, wie man gerade im Hintergrund sehen konnte, Kira geht es nicht gut. Letzte Woche Donnerstag habe ich sie im Gehege gefunden morgens. Ja. Ja. Und sie lag in der Buddelkiste. Ja, da hast du. Perfekt. Wir haben nur eine Buddelkiste. Das ist die da hinten, da wo Sand drin ist. Da lag sie drin. Und ich habe morgens Futter gegeben, wieder hier. Und ja, es kam nur ein Kaninchen an. Das war mein Schatz hier, mein Sammy. Und Kira lag da ganz lang und flach. Und man hat nicht gesehen, dass sie atmet. Ich bin dann direkt hochgerannt, hat Kevin geholt. Und dann haben wir zu zweit uns sie angeguckt, Buddelkiste aufgemacht. Man kann ja hier den Deckel abmachen, hat Kevin ja selber gebaut, geht ja alles auf. Ja, haben uns die angeguckt und man konnte dann aber erkennen. Okay, bitte, mein Schatz. Ja, ich sage, die kommen da schwer raus. So, ein bisschen Schafgarbe. Dann haben wir hier auch noch Sauerampfer. Ja, und man hat halt kaum was gesehen. Wir haben direkt Rotlichtlampe angemacht. Ich habe dann ein bisschen geguckt und abgetastet. Wegen Blähbauch und alles, das war nur für mich minimal, eigentlich nicht das Ausschlaggebende. Und ja, ich habe dann halt sie stabilisiert, bis der Tierarzt geöffnet hat, weil zum nächsten Notarzt fahren wäre halt viel zu lang gewesen, der Weg. Die Fahrtstrecke hätte so viel Stress bedeuten können, dass sie es nicht überlebt, gerade wenn ihre Atmung so war, wie sie war. Ja. Sollen wir sagen, die Ursache wissen wir nicht. Wir sind auf Ursachensuche gewesen bis jetzt und müssen weiter abklären, was die ganzen Daten immer wieder sagen. Ja, meine Vermutung war entweder Parasiten- oder Ohrenentzündung, weil beim Schlappohr ist das halt super typisch, dass Ohrenentzündung sein kann. Die gucken zwar immer rein, die Ärzte, in die Ohren, aber du kannst halt manche Ohrenentzündungen nur mit einem CT sehen. Ja. Jetzt waren die natürlich der Meinung, dass sie es nicht hat. Da habe ich gesagt, dann könnten es aber auch Parasiten sein. Ich meine, ich pflück immer, wie man sieht, ne? Guck mal, hier hast du auch noch was. Das kannst du auch noch essen. Schön verschiedene Kräuter essen, ne? Spitzwegerich. Ist noch im Kauen, ne? Bitte sehr. Ja, kannst du ruhig. Damit die Couch nicht dreckig wird. Ja, wenn nicht, gebe ich denen gleich den kleinen Handstaubsauger und dann saugst du es weg. Ja. Und, ja. Oh, guck mal, das ist was die nicht dürfen. Das ist manchmal schwer, wenn die Wiese höher ist, das schön rauszuhalten. Aber sie frisst ganz gut. Das sind Cranberries. Die helfen ein bisschen wegen Urin lassen. Hier, die Cranberries, die hattest du in der Brotdose und die wolltest du nicht essen. Und jetzt habe ich so den Kaninchen hingelegt. Die mag ich auch gar nicht. Du hast sie sonst immer gegessen. Dann mag Amelie sie halt nicht mehr. Ja. Und
Sie frisst besser, wenn Sammy mit ist, aber da muss ich natürlich eine große Portion hinlegen, weil die wird jetzt nur ein paar Minuten halten. Sammy wird erst hier weggehen, wenn alles weg ist. Brei habe ich ihr auch schon angeboten mit Spritze, dann lässt sie es immer rauslaufen. Ich habe auch schon auf dem Teller gemacht, weil das kann man auch machen. Sie frisst ihn gar nicht, Sammy hat den Teller leer geputzt. Ami, langsam, du tust dir doch weh. Nein, 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 nein. Wo hast du es hingelegt? Da. Das dürfen die nicht. Das ist eine Pflanze, die sie nicht dürfen. Was passiert dann mit die? Wenn die zu viel davon fressen, können die Bauchschmerzen kriegen. Ne? Davon? Davon, genau. Guck mal, da fängt es wieder an. Dann müssen wir den ganzen Tag zum Tierarzt. Ja, und sie war ja beim Tierarzt so lange, ne? Montag haben wir sie dann mitbekommen. Sie war also das ganze Wochenende da. Montagabend mit nach Hause bekommen. Dann die erste Nacht. Die erste Nacht haben wir Wecker gestellt und ständig dann gefüttert. Sammy, du bist so ein Trampel. Geh da runter. Ja. Sammy ist wie ein Elefant. Wie ein Elefant, sag mal Tore. Er kann nicht Zorro machen, er ist kein Elefant, ein Esther nicht. Die letzten Tage waren ziemlich nervenaufreibend. Ja, haben viel Kraft gekostet. Ja. Sie frisst eher, wenn man es ihr hinhält. Sie frisst auch zwischendurch selbstständig, aber eigentlich eher, wenn man ihr das immer vor die Schnute reicht. Ja. Jetzt bin ich ganz froh, dass sie Medikamente richtig gut nimmt. Sie kriegt drei verschiedene. Einmal gegen Parasiten, falls es doch Parasiten sind, obwohl sie meint, es wären keine. Weil meine Vermutung war halt vom Pflücken her, dass es halt sein könnte. Aber sie kriegt noch Antibiotikum und Schmerzmittel. Genau. Ja, jetzt müssen wir einfach sie weiter peppeln. Sie hat kein Immunsystem mehr. Und nein, musst du nicht. Zu den Kaninchen gehst du nicht, Ami. Und also Gelbsucht, was war das? Blutarmut. Und das ist für mich Gelbsucht, Blutarmut. Hey, mach mal Blutarmut. Aber gut, ich bin keine Tierärztin, ich habe es nicht gelernt. Ich weiß nur, dass was ich mich weiterbilde. Aber ja. Ich kann nur halt hoffen, dass die ihr helfen. Ami, ich möchte es nicht auf der Kamera haben. Wo soll ich hier hin? Ja, und darfst du zum Gehege hin? Darf auf die Kamera? Nein, du darfst nicht auf die Kamera. Wieso? Weil ich da ganz viele Menschen sehe. Die sehen genug. Die sehen, wo du wohnst. Also wie du wohnst, nicht wo. Das reicht. Die müssen nicht noch dein Gesicht sehen. Die hören dich ja schon, das reicht doch, um was von deiner Persönlichkeit zu erfahren. So, ist fast alles weg. Ich würde mich jetzt hier wegbewegen. Sie frisst wieder. Ich habe gerade ein bisschen massiert. Ein bisschen Kaninchenphysio gemacht. Ich versuche mich in alle Richtungen weiterzubilden. Das haben die am Wochenende auch mit ihr gemacht, um ein bisschen sie zu fördern für eine andere Haltung. Und ja, jetzt hat sie gerade die ganze Zeit mit der Zähne geknirscht, kann zwei Sachen haben, und zwar aus dem Aspekt halt, dass sie Schmerzen hat oder halt, dass es angenehm und entspannt ist. Da die restliche Körperhaltung in die Richtung immer ging, wie wenn ich massiere, dass sie gut tat, dass sie da also Druck ausgeübt hat, in die Richtung von meinen Händen, war es für mich ein Zeichen, okay, es gefällt ihr. Genau. Und ich weiß nicht, ihr könnt es glaube ich nicht sehen, aber ich sehe, dass sie sich gerade ein bisschen anders verhält. Ja, kleines Mädchen, du. Das Video wird, glaube ich, ein bisschen kaninchenlastig, aber ich glaube, man kann es verstehen und ihr wollt ja alles so miterleben, was da los ist. Es tut mir einfach so leid, dass ich es halt so weit im Hintergrund miterlebt, weil ich es gerade halt nicht geschafft habe, Videos zu schneiden, halt wegen dem, was ihr jetzt dann irgendwann sehen werdet.
werdet. Bei Instagram sieht man halt ein bisschen mehr. Genau, zwischendurch mache ich auch mal einen Beitrag, damit man also bei YouTube dann halt auch ein bisschen up-to-date ist. Ja, die Hintergrundgeräusche sind die Spülmaschine, die habe ich gestartet, weil gestern haben wir nicht gestartet. Das heißt, hier steht noch auf Geschirr rum, ich muss spülen, hier steht Müll rum. Schon einmal Müll weggebracht, aber nicht alles habe ich geschafft. Biomüll muss noch leer gemacht werden und Altpapier. Genau, das will ich jetzt machen. Und dann mal gucken, dass wir hier ein bisschen was aufgeräumt kriegen. An der Spüllinie liegen natürlich tausend von Spritzen. Hinter mir liegen die Medikamente und die Rotlichtlampe. Ja. Okay, wir haben jetzt Jamie abgeholt. Ich bin da schon auf dem Weg. Ja, mein Schatz. Und du sollst mich nach oben bringen. Und hat Mama nicht gesagt, du sollst nach oben gehen? Ja, ich trage alles, ne? Schwester, Schuhe und dich. Jetzt schaue ich erstmal nach, ob er Hausaufgaben fertig hat. Genau. Okay, sind einige Sachen neu zugekommen. Gleich mal durchgucken. Okay, das sind seine Hausaufgaben gewesen. Das hat er gelernt. Ja, das gab es schon bei mir früher mit diesen Höschen und Keller und Dach und alles zum Schreiben lernen. Das hat er auch. Und dann hat er die Zahl 5 gelernt. Das waren auch Hausaufgaben. Ja, sieht gut aus. Okay, wo ist die Kiste, die wir mal hatten? Den Karton für das hier? Ja, für das Lego. Gibt's nicht mehr. Wieso? Das bleibt ja dauerhaft stehen. Das heißt, du kannst das schön einräumen und dann bleibt das wie das Puppenhaus stehen, ne? Kannst du mir helfen, das einzuräumen? Ja. Danke. Was sind das hier für Schnipsel? Ich glaube ja. Nee, du glaubst ja. Was für Schnipsel, frage ich. Kaffeemaschine. Wo hast du denn die Küche da unten? Das hat Amelie zum Geburtstag bekommen. Das ist das, was ich euch gesagt hatte. Was wir, guck mal, was wir den Nachbarn kriegen. Guck mal, was das Puppenhaus hat. Ja, das ist eine Waage. Ja, die Waage. Genau, eine Körperwaage. Das, genau, das ist richtig toll. Die das Halslein, ne? Ein Anzug. Oh. Das ist von dem hier. Ew. Der Kostüm. Ein Kostüm sogar. Das habe ich vom Playmobil von hier gefunden. Und manche Playmobil-Figuren gibt es, wie die hier. Die kann man komplett ausziehen und andere Kleidung anziehen. Hier zum Beispiel sind aber gerade zwei unterschiedliche. Einmal so ein Rock und einmal so ein Kleid. Da fehlt noch das Gegenstück. Oh, die Person falsch rum. Genau, dann kann man die ganz anziehen. Sowas kannte ich halt vorher gar nicht. Das ist mal passiert. Amelie, ich habe ihr Zimmer aufgeräumt. Sie hat sich gewünscht, dass ich ihr helfe. Okay, Gurkenscheibe ist noch übergeblieben, der Rest weg. Pipi hat sie gemacht, Kaka. Das Kaka sammle ich gleich ein. Eine kleine Maus. Sind übrigens Unterlagen für Babys. Ja, und sie hat sich, wie man sieht, auch schon vorbewegt. Jamie ist beim Training, natürlich mit Kevin zusammen. Der hat ja immer einmal die Woche Training. Und jo. Die letzten Tage ist halt hier ein bisschen was liegen geblieben an Haushalt und ja, jetzt heute Nachmittag versuche ich halt so ein bisschen, nur ein kleines bisschen nachzuholen. Viel ist sowieso nicht drin, aber gut, morgen dann mehr, weil morgen habe ich frei. Heute war ich ja eher on Tour, was leider halt an freien Tagen so ist. Genau, deshalb muss ich dann gucken, dass ich morgen alles hier Peter Picobello mache. Ich kann ja einfach mal die Kamera drehen und dann seht ihr einfach mal, kleinen Ausschnitt. Transportbox muss ich sauber machen und in den Keller bringen. Das hatte ich hochgeholt, aus dem Schrank geholt, weil ich dachte wegen dem Käfig. Wir haben aber nur das Unterteil hier stehen, ohne den Deckel. Genau. Deshalb brauchen wir das nicht. Da liegen Schuhe, dann einfach eine Tasche, die Kinder da geparkt haben. Da sind Spielsachen drin, die ich hochbringen muss. Da liegen Anziehsachen, die ich gestern auch noch hatte, die ich wegbringen muss. Ja.
Da oben zum Beispiel sind haufenweise Medikamente, die wieder in den Schrank müssen. Und so sieht es halt irgendwie gefühlt überall gerade aus, dass überall was stehen geblieben ist. So, jetzt bin ich bei Sammy. Und ja, wie man sieht, Essensreste ja von morgens und mittags. Die von mittags sehen halt noch ganz okay aus, aber kommen jetzt auch schon weg. Und die von morgens, weil ich halt unterwegs war und noch nichts gemacht habe, die kann man halt nicht mehr verfüttern. Das kann ich nicht einig, dass er doch auf die Idee kommt, das zu fressen. Ansonsten kann das so bleiben, das ziehe ich einmal gerade und ja, so viel liegt hier diesmal nicht rum. Das kann jetzt so bleiben, das mache ich heute nicht. Aber hier das Essen nicht, dass er sich irgendwas zuzieht. Reicht, wenn wir ein krankes Tier haben. Ne? Und dann sammle ich auch gleich deine Köttelchen da ein. Die können dann mit deinem Beutel. Eine Kette machen. Nee, das machst du doch schön. Ich helfe dir. Kleine Maus, ein bisschen in die Sonne vorgerutscht. Ich habe ihr wieder... Ist oder ist? Du nicht, weil du liest auch in der Sonne. Ich meine die Kira, die du gerade streichelst. Hab ihr noch ein Stück Möhre hingetan, die andere Hälfte. Sie muss ja zunehmen an Gewicht, deshalb Amelie nicht an die Ohren. Langsam machen. Genau. Ja. Sammy hat auch seine Futterration an ihn. Da können wir dann immer, falls sie auffrisst hier, weil Kohlrabi-Blätter hat es bis jetzt noch nicht gefressen, aber das sieht gut aus. Du sollst nicht die Ohren zuhalten, hör auf. Amelie, ich ziehe an deinen Ohren gleich. Nein. Dann hör auf, die Kaninchen zu quälen. Nicht, genau, lieb sein. Nein, nicht hin und her. Man macht immer in die Fellrichtung. Wie beim Pferd. Immer mit dem Fell. Ami, nicht so. Wie geht es? Das weißt du doch. Du machst das nicht das erste Mal. Immer so. Das andere tut dem weh. So? Ja, genau. Oder so. Nein, so nicht. Als Nachtisch beim Abendbrot gibt es jetzt Eis. Wurde sich gewünscht, aber kein selbstgemachtes. Nur das fürs Bückler. Ich habe gerade noch draußen gepflückt für die Kaninchen. Vor allem für Kira ist das hauptsächlich, weil das frisst sie nämlich lieber. Sammy frisst auch sowas wie Eisberg und so ein Gedöns. Sie frisst das von draußen am liebsten. Sie hat sich bewegt. Es liegt jetzt vor dem Tüchlein, aber trotzdem auch so breit. Ja, ich habe angefangen auszuräumen, habe dabei ein bisschen gerade getanzt und mache mir jetzt auch wieder Musik an. Ich wollte mal in die Kamera quatschen. Ja, ich möchte das Küchenchaos noch beseitigen. Wir haben mittlerweile 7:01. Kevin ist gerade rausspaziert aus der Tür und geht joggen. Ich vernachlässige gerade ein bisschen das Joggen. Das liegt aber daran, dass ich mich körperlich nicht so wohl fühle. Wegen, ich schätze mal, Schilddrüse. Deshalb war ich heute nochmal beim Hausarzt. Ich bin ständig außer Atem, so wie jetzt vorm Sprechen. Ich werde aber auch immer schneller gefühlt beim Sprechen. Puh. Und merke, deshalb halte ich gerade hier Herzrasen. Mein Puls liegt ständig bei 120. Jetzt ist er bei 110 gerade. Und das ist natürlich nicht so prickelnd. Und ich habe dauernd Wadenkrämpfe und so ein Gedöns. Aber auch Übelkeit, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Aber es kann auch einfach wegen dem ganzen Stress zusammenhängen von allem in letzter Zeit. Ja. Eigentlich einfach alles. Weil es ist ja alles neu. Schule neu, jetzt ist die Kleine in der Kita, man fährt nicht mehr zur alten Heimat, neuer Job, alles lernen. Ich lerne halt jedes Mal, wenn ich arbeite, halt so viele neue Sachen, was ich aber richtig cool finde, weil mir das auch hier in der Küche hilft. Genau. Ja, aber jetzt habe ich gerade ein bisschen bessere Laune, auch wenn ich bin ja schon wieder so alt. Halleluja. Ja, das macht mir aber ein bisschen fertig. Aber gut. Ich kann ja dankbar sein, dass es solche Medikamente gibt und man überhaupt leben kann mit Schilddrüsenproblemen. Ja, ich stelle euch jetzt hier hin, mache euch aus und mache mir wieder Musik an mit Spotify und tanze wieder, weil das macht am meisten Spaß. Muss ich auch noch sauber machen.
Und dann halt solche ganzen Sachen wegräumen hier. Brot. Übrigens, wir schaffen es nicht immer zum Bäcker. Weil da der Bäcker, wo ich arbeite, ständig um die Uhrzeit, wenn ich Feierabend mache, halt brechend voll ist, aber ich keine Zeit habe zu warten. Und der anderen Bäcker bin ich halt nicht ganz so oft da oder habe nicht so ganz oft die Zeit. Heute war ich bei einem, da habe ich Brot gekauft. Ansonsten holen wir dann auch mal dann fertig Brot. Genau. Ist aber nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Ich habe gerade kurze Pause gemacht von Putzen. Die Seite ist schon fast fertig. Hier muss dann halt noch gespült werden. Die Pfannen und einen Löffel und einen Pfannenwender. Ich habe meiner Provinzberaterin geschrieben, von meiner Sammelbestellung, was ich jetzt bestellen möchte mit meinen, ja, die über mich mitbestellen wollen. Genau. Habe das jetzt geschickt und dann habe ich eine E-Mail bekommen, habe sie schnell geöffnet. Die war von YouTube. Ich habe in letzter Zeit öfter welche bekommen, aber nicht. Jetzt rede ich schon wieder so schnell. Es tut mir leid. Ruhiger. Ich habe in letzter Zeit öfter E-Mails bekommen von YouTube. Dieses High Five. Und ich hatte ja schon mal gesagt, da gab es so eine schicke, geile Lampe. Aber ich habe es zu spät gelesen, die E-Mail, und habe halt keine mehr abbekommen. Das sind immer limitierte Auflagen und davon gibt es halt nicht so viele. Und jetzt habe ich eine E-Mail bekommen. Ich konnte mir aussuchen zwischen limitierte M&Ms in so einer Dose von YouTube oder halt so ein, wie so ein Lego-Set, aber nicht direkt von Lego, sondern so anderes nachgemachtes. Und ich habe mich dann für das Lego-Set entschieden, als statt die M&M-Dose. Wenn auch ohne M&Ms drin. Genau. Ja, und ich habe es geschafft. Ich soll welche kriegen. Jetzt müssen wir gucken, ob es auch klappt. Sollen vor Ende Oktober raus. Also, ich halte euch auf dem Laufenden, werde euch das zeigen, wenn es hier ankommen sollte. Werde ich mich natürlich mega freuen, weil ja, Preise bei YouTube kriegen ist halt, wenn man so klein ist, halt sehr selten. Und ich bin halt 7 Jahre dabei. Da freut man sich natürlich über Gutscheine. Das letzte war ein Gutschein von Kino. Aber ja, mit Kindern halt ein bisschen schwierig, ins Kino zu gehen. Jetzt war auch ein Gutschein für L'Osteria, für eine Pizza und ein Getränk für eine Person, also für mich dann in dem Falle. Kannst natürlich auch weitergeben. Aber ja, L'Osteria, die nächste, die ich hier kenne, würde ich nicht hinfahren, weil es ein Örtchen ist, wo halt mal was passiert ist, wo ich nicht ohne Kevin hingehe. Und da extra einen Familienausflug hinmachen, um eine kostenlose Pizza zu kriegen. Und dann will ja der Rest der Familie auch was essen. Also würden wir Geld ausgeben. Macht dann wieder keinen Sinn. Ja. Aber ansonsten richtig geil. Da freut man sich natürlich über die Möglichkeit, dass man das geboten kriegt. Jetzt haben wir 19:25 Uhr. 5 Minuten mache ich hier noch. Und dann gehe ich gleich um 30 Uhr hoch. Die Kinder durften nämlich heute länger wach bleiben. Weil wir uns alle ein bisschen umgewöhnen müssen, dass die OGS bis 15 Uhr geht, halt uns alle neu strukturieren. Genau, jetzt mache ich das eben hier. Ich schätze mal 5 Minuten schaffen, um das locker fertig zu machen. Und dann geht's ins Bett. Woher kommt unser Müll? Wer weiß das? Wo kommt der her? Ich. Ja, ich. Wo kommt der denn her? Wenn es weg ist, dann holt der Müllwagen es ab und bringt das irgendwo hin. Ja, aber wo kommt der Müll denn her? Wie produzieren wir den? Ich weiß, wenn wir dann alles aufessen. Ja, genau, wenn wir es aufessen, dann sind die Verpackungen leer, ne? Und dann kommt... Und dann? Ich weiß. Ja, erzähl. Und dann kommt der Müllwagen und bringt das irgendwo hin. Frisch gebadet. Guten Morgen, der nächste Tag. Sammy sitzt und wartet.
Okay, sie hat ein bisschen gefressen, Urin gelassen, Kaka gelassen. Ne? Kleines Mäuschen. Jetzt muss ich dann gucken, dass ich sie gleich hier trocken lege. Ne? Wir haben kurz nach 6. Gestern habe ich zuerst die Kinder geweckt. Dabei gab es so ein Tamtam, dass ich mir gedacht habe, ich mache erst Frühstück fertig, damit die mehr Zeit zum Essen haben und gehe dann hochwecken. Mich ja seit Tagen nicht wohlfühle, machen wir sicherheitshalber auch einen Test. Und ja, mal schauen. Okay. Fokus, hallo. Das sieht doch hervorragend aus. Gott sei Dank. Ich würde gerne an der Stelle das Video beenden. Es wird lange genug sein. Ich muss mich jetzt fertig machen, dann Kind in die Kita bringen, sondern in die Schule. Genau, und der Tag fängt dann halt wieder an. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Einblicke. Und ich bin echt überglücklich, dass das schon mal definitiv weg ist. Weil man weiß ja nie, wenn es einem nicht gut geht. Und ich wäre nicht bereit für noch eins. Wo ist Käfig? Im blauen Gehegekäfig unterteilt. Die muss ich gleich sauber machen. Ja, ich mache erst mir Deo und Haare und dann Kaninchen. Medikamente brauchst du ja auch. Also, tschüss.